Ja, hallo, liebe Zuschauerin und hallo, liebe Birgit und hallo, liebe Hanna. Ich freue mich total, dass wir jetzt, glaube ich, ungefähr 12 Wochen miteinander verbracht haben in der ko-kreativen Forschungsgruppe und zusammen so die Fragen bewegt haben, was ist wirklich meins, was ist meine Einzigartigkeit oder auch, wer bin denn eigentlich ich und was macht mich aus? Und jetzt sind wir sozusagen so beim Feiern dann so, also geht es jetzt langsam in Richtung Feiern und ich bin also nochmal total neugierig von euch einfach so zu hören, auch vielleicht für Menschen, die sich jetzt interessieren, für die Forschungsgruppe oder was wir gemeinsam erlebt haben, was für dich so das Highlight war oder wo du gemerkt hast, so was war, ja, was macht für dich so diese Forschungsgruppe aus vielleicht auch? Ja, danke, Antonia, dass wir hier die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Und ich kann schon mal ein Highlight für mich sagen, weil das hat mich sehr berührt und es war auch vom Thema her bei mir dran, dass ich einfach mehr meine Gefühle wahrnehmen durfte und die erforschen durfte. Also sozusagen raus aus dem Kopf. Und wirklich war das ja zum Teil auch richtig tiefgehend und transformierend, dass wir da einfach immer wieder die Gefühle betrachtet haben und geschaut haben, was sind da für Gefühle im Körper, wo kommen die her, wie fühlt sich das an, teilweise war es ja dann, mit welchem Thema hängt es zusammen. Also bei mir war eben ein Thema aus der Kindheit ganz stark und dadurch ist mir ganz viel bewusst geworden. Also es hat sich dadurch auch ganz viel aufgelöst und mir nochmal gezeigt, wie hängt es so zusammen, dieses ganz alte Muster oder Programm, was da in mir ist. Wie hat sich das so durch mein Leben gezogen? Und ja, einfach durch diese Gefühle und da reingehen, ja, einfach diese Klarheit zu bekommen. Und es war einfach total transformierend. Also man hat es einfach so aufdecken können. Und damit wird es quasi machtlos, dieses Programm. Genau. Ja, danke fürs Teilen, Hannah. Also es gab viele Highlights, würde ich sagen, bei mir. Also was ich einfach sehr schnell erkannt habe, ist, dass hier wirklich so ein Raum im wahrsten Sinne des Wortes eröffnet wurde, also um zu sein, um sich zeigen zu dürfen und auch diese Verbundenheit zu erleben. Es war dann auch nochmal so eine stimmige Runde bei uns, also wir drei Frauen sind und so ein Gefühl von Schwesternschaft haben und auch immer wieder zu erfahren, dass es kein Zufall ist, wer hier zusammenkommt, sondern dass sich das alles wie so ein roter Faden durchzieht und man wirklich sich gegenseitig begleitet und ja in Resonanz miteinander geht. Und das war sehr schön, weil ich dadurch ja andere Seiten nochmal an mir anders beleuchten konnte. Also ich konnte einfach nochmal ja, also manchmal in so kleinen Aha-Momenten einfach erkennen, ach stimmt, ja, das bringst du ja mit, das ist ja auch eine Gabe, die du hast, was ich vorher gar nicht so sehen konnte. Und ja, an alles nochmal spielerischer dran zu gehen, wieder mehr in dieses kindliche Forschen zu gehen und ins Ausprobieren, ohne Druck zu haben, das war jetzt auch so ein Punkt. Der sich da bei mir so aufgetan hat. Und was für mich auch nochmal ein Highlight war, war das andere, also die andere Betrachtungsweise vom Geld, also von den Finanzen. Also das einfach, so wie es die Andrea eben mit ihrem Gemeinwohlspielraum auch macht, frei fließen kann. Und da habe ich einfach nochmal ganz andere Einblicke auch gewonnen, wie man da drauf blicken kann oder vielleicht auch eben anders dann ins Fließen bringen kann. Ja, es war wirklich, ist irgendwie fester Bestandteil gewesen dann so jetzt diese ganzen Wochen und war wichtig. Es war auch unter der Woche immer präsent, dass dieser Raum besteht. Und es hat mir sehr gut getan. Ja, danke auch dir, Birgit.
Ich habe jetzt gerade nochmal versucht, auch reinzuspüren in jemanden, der sich vielleicht die Frage stellt, also was waren für euch so dieses, was hat euch am Anfang angezogen und was habt dann, also es ist ja manchmal schon eine Überwindung, so dann einfach, ja, das mache ich jetzt und da entscheide ich mich jetzt dafür, weil wir ja auch in so einer Informationsflut und ganz viel und uns immer wieder überschwemmt. Und was würdet ihr vielleicht jemandem sagen, der da noch so ein bisschen am unsicher ist und noch nicht genau weiß, ist das jetzt das Richtige für mich? Wie habt ihr für euch eure Klarheit gefunden? Naja, bei mir war es am Anfang, also ich wusste, ich habe gleich eine Resonanz gespürt, als ich das Angebot halt gesehen habe von dir. Und was mich halt angezogen ist, ist das Thema Einzigartigkeit, also seine Einzigartigkeit entdecken. Und zwar ja in allen Lebensbereichen. Und das haben wir ja jetzt auch gemacht. Ne? Also jeder durfte ja, wir haben einfach, wenn wir uns getroffen haben, war einfach klar, wir gucken, was ist jetzt in dem Moment da. Es gab halt kein festes Programm, sondern es war halt immer das dran, was jetzt gerade dran ist. Und egal, ob es jetzt einem schlecht ging oder besser ging oder wie es war halt einfach so. Und damit hatten wir halt diese Themen, die da waren und haben halt damit gearbeitet und geforscht und uns gegenseitig Impulse gegeben. Was gibt's jetzt, was könnte man machen? Wir haben immer gegenseitig reingespürt, also viel mit den Hellsinnen gearbeitet. Und das fand ich einfach total schön und wertvoll, dass einfach alles sein darf, aber nichts muss. Und genau, jeder einfach das mitbringt, was ihn gerade bewegt und beschäftigt. Und man dann einfach gemeinsam drauf schaut oder man einfach nochmal auch die Blicke von außen hat. Ne, was fühlen die anderen jetzt oder sehen die anderen darin, wenn ich das beschreibe? Oder wenn ich dann Fragen habe, wo ich einfach noch keine Klarheit habe für mich, dass man einfach sozusagen dann, ja, die beiden hat, die mit drauf gucken und einen ganz anderen Blick nochmal reinbringen. Und auch erkennen, was ist denn da Besonderes dran jetzt an mir, was ich mache oder ne, wie ich da bin, was, ja, wo sehe ich da die, und wo kann ich die Einzigartigkeit da in mir sehen und auch noch mehr rauskitzeln, ja, welcher Weg davon ist denn jetzt meins? Bist du fertig, Hanna? Ja. Ja, also bei mir war es ja am Anfang so, ich habe von einer Freundin den Link geschickt bekommen und das war so, ja, nebenher habe ich den quasi so überflogen und fand aber, das irgendwie schon so klingt so cool, habe ich mir gedacht, gell? Und ich, ja, bin da gerade in einer recht turbulenten Lebensphase, wo ich auch Schritte gehe, die nicht jeder versteht. Ich möchte meine Kinder ins Freilernen begleiten und ich bin auf dem Dorf gerade ziemlich alleine damit und ich dachte mir dann, ja, das ist vielleicht, ist es ja wirklich so ein Raum, wo ich mich da wirklich so zeigen kann, wie ich bin und ja, mich da eben auch wirklich so erforschen kann und ja, wo ich vielleicht auch dann eben durch die Resonanz, die da kommt, eben gestärkt werde in meinem Weg, den ich gerade gehe, also das war so das, also auch auf, ja, auf Menschen zum einen zu treffen, die, die gleichgesinnt sind, aber auch, ja, es war auch so ein bisschen so ein Reiz dabei, so eine, ja, ein bisschen ein Risiko für mich, auch irgendwie mich offen zu zeigen, jetzt in dieser Situation. Da war ich schon auch ziemlich aufgeregt und habe aber dann ganz, ganz schnell gespürt, dass ich hier wirklich eigentlich so, ja, für mich am richtigen Fleck halt war. Und ich glaube, man kann ja einfach das Vertrauen reingeben, dass die richtigen Menschen zusammenkommen, die man wirklich auch für diese Zeitspanne dann braucht. Und genauso war das ja dann auch zu erleben, wie es die Hanna auch beschrieben hat, dass dann also in der Gruppe durch den Austausch und durch das Reinfühlen in den anderen
ja, dann immer passende Impulse gekommen sind, um auch wieder ein Stückchen einen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen und weitergehen zu können. Also, ja. Es war für mich auch sehr, sehr schön und berührend, immer diese Erfahrung zu machen. Ja, dass man ein Stück weit auch getragen ist. Also manchmal hat man überhaupt keine Klarheit und kommt im Chaos und oder fühlt sich im Chaos und dann schauen einfach die anderen, fühlen die anderen rein und ja, plötzlich sortiert sich sowas zusammen und man geht dann mit so einer Klarheit daraus hervor. Ja, das freut mich voll. Vielen Dank auch nochmal so fürs Teilen. Das ist ja für mich jetzt auch gerade nochmal spannend, weil ihr mir auch das Geschenk gemacht habt, dass mir wirklich praktisch, also ich habe am Anfang richtig auch gemerkt, so dieses wirklich mal ohne Struktur und Plan. Also ich habe das jetzt zwar immer mit den anderen gemacht, so, aber jetzt wirklich mal nochmal mit neuen Menschen, die ich nicht kannte, wie euch, in unsicheres Terrain, meine Komfortzone dann nochmal zu erweitern sozusagen und wirklich zu merken, so boah, also ihr seid auch dankbar dafür, dass das eben nicht vorgegeben ist, okay, wir gehen jetzt durch das Modul, wir machen jetzt das, wir machen das, sondern wirklich, dass es so nach innen, von innen nach außen, also einfach sich zeigen darf und wirklich immer sich halt zusammenfügt, was jetzt einfach gerade da ist und dieses Vertrauen zu haben, dass das eben auch das, was ich, diese Räume, die ich da eröffne, dass das eben wertvoll ist, das war für mich schon auch nochmal ja, einfach eine wichtige Erfahrung, die ich da mit euch sammeln durfte. Dass es wirklich jetzt nicht nur so ein Hirngespinst und dass es jetzt zufällig mal so die letzten Jahre so geklappt hat mit den Menschen, die da waren, sondern ja, für mich ist es ja, also für mich selber ist das einfach auch so dieses total wichtig, das immer mehr so zu leben und jetzt mit euch so in der Frauenrunde war das auch total heilsam, weil ich immer gemerkt habe, wie wertvoll wirklich jeder von euch ist und da einfach diese Puzzleteile, die sich da zusammenfügen und die auch für mich immer voll wertvoll sind. Und da so diese Wertschätzung und Anerkennung dafür zu haben. Ja, also da bin ich einfach nochmal sehr dankbar, dass ihr sie habt und dass wir so eine tolle Zeit miteinander hatten und dass wir auch weiterhin verbunden bleiben, weil das ist ja auch immer mir so wichtig, dass es praktisch die Reise nicht zu Ende ist, sondern die Einzigartigkeit, dass das ja meistens, ja, also ist ja ein Prozess, ein Wachstumsprozess, genau. Ja, wenn jetzt dann nochmal eben jemand zuguckt und sich fragt, so, was würdet ihr denn ihm nochmal so sagen, habt ihr so eine einladende Schlussworte an denjenigen oder an diejenige, die ihr einfach gern nochmal so teilen wollt? Also ich würde einfach sagen, lasst euch reinfallen in das Abenteuer. Es ist wie so ein Abenteuer zu sehen, auch wie so ein Spiel, was da jetzt passiert und welche Menschen jetzt da zusammenkommen und was es für mich dann für eine Bedeutung hat. Also so einfach auf die Resonanz hören, fühle ich mich jetzt da gut, fühle ich mich wohl und dann einfach reingehen und wirklich bei jedem Treffen aufs Neue einfach sich einzulassen und gespannt zu sein, was auch sich da jetzt wieder zeigt, was es mit mir macht. Ja, auch zu erkennen, was bringe ich schon mit, was ich vielleicht noch gar nicht sehe, was aber die anderen ganz klar vor Augen haben. So, das war oft so, dass die anderen oft dann gesagt haben, wow, das ist doch ein Schatz, was du da mitbringst. Oder das ist ja, eigentlich sehe ich da schon ganz viel Klarheit und ich selbst konnte es gar nicht sehen. Und da würde ich einfach sagen, sich einfach drauf einlassen und sich beschenken lassen. So, lass dich beschenken. Ja, und auch einfach auch genau aufs Bauchgefühl hören. Also wenn ich merke, da kommt was zu mir und ich spüre die Resonanz und denke, ja, das könnte passen, dann gibt es ja die Möglichkeit, auch erstmal zu schnuppern. Das war ja bei uns auch am Anfang. Am Anfang waren es ja
4 Leute noch, also noch 2, die jetzt nicht dabei sind, wo sich dann nach 1-2 Terminen rauskristallisiert hat, okay, wir werden diese Dreiergruppe. Also es ist ja nichts festgelegt von Anfang an. Und man muss sich ja auch am Anfang noch nicht festlegen und kann erstmal schnuppern. Und wenn du einfach Lust hast auf das Erforschen, auf dich darauf, dich vielleicht mal anders kennenzulernen oder andere Facetten an dir, genau, dann ist es einfach der richtige Raum. Ja, dann ganz lieben Dank an euch, dass ihr das mit mir jetzt nochmal geteilt habt, aber auch mit anderen Menschen, die sich vielleicht einfach neugierig sind und interessiert haben, was wir hier so miteinander erlebt haben. Genau. Und dann wünsche ich euch alles, alles Liebe und freue mich auf dich, falls du wirklich jetzt neugierig bist und wirklich Lust hast, einfach mal, wie die Hanna gesagt hat, in die ersten 1-2 Treffen reinzugucken. Und dann wird sich rausstellen, ob du jetzt gerade einfach da bist und dass das Richtige für dich ist, sozusagen richtig. Also es sich einfach stimmig anfühlt und wir als Gruppe finden uns dann einfach wieder. Genau. Dann alles Liebe und eine schöne, bis bald. Tschüss.